Der Abend des 30. Oktober 2014 beginnt mit einem gemeinsamen Friedensgebet. Die Heiligenstädter St. Gerhard-Kirche ist voll besetzt. Nach dem Gebet sammeln wir uns zum Gang durch die Heiligenstädter Innenstadt. Nicht nur wir, auch unsere Kinder sollen diesen Abend nacherleben. Es geht vorbei an eindrucksvollen Kulissen. Unser Zug bewegt sich still und langsam. Die Temperaturen sind ähnlich mild wie vor 25 Jahren. Das ist der Herbst 1989 im Jahr 2014. Genau wie damals brennen überall in der Stadt unzählige Kerzen. Viele von uns haben Transparente mitgebracht. Manche sind sogar Originale aus dem Herbst 1989. Ankunft an der letzten Station des Weges, dem Friedensplatz. Auf alles waren wir vorbereitet, nur nicht auf Kerzen und Gebete, lautet ein oft zitierter Satz des damaligen SED-Funktionärs Horst Sindermann. Mit der leuchtenden 89 haben wir ein Denkmal auf Zeit gesetzt. Es taucht den Friedensplatz in hellen Lichterglanz.